Hey Leute, wir sind heute in Yokohama. Und zwar sind wir gerade an der Hase Station ausgestiegen. Hier gibt es übelst geil Matcha Dorayaki. Ich habe noch nicht probiert, aber stelle ich mir richtig episch vor. Wer Dorayaki nicht kennt, ist sowas wie so ein kleiner Pfannkuchen. In der Mitte ist meistens irgendeine Füllung, meistens rote Bohnen. Modernes Haus, altes Haus. Wir sind jetzt am Kotoku-In und zwar ist das ein Tempel, an dem der Kamakura Daibutsu steht. Das ist eine riesige Buddha-Statue, in die man prinzipiell auch sogar reingehen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir das auch dürfen. Aber mal sehen, wir gehen jetzt rein. Das kostet 200 Yen Eintritt, aber das sollte es auf jeden Fall wert sein. Und hier haben wir den Buddha und ich weiß gerade nicht, ob ansatzweise auf den Videos rüberkommt, wie riesig dieses Ding ist, aber es ist schon echt beeindruckend. Wir sind jetzt in Minato Mirai und zwar ist es jetzt direkt in Yokohama City. Und wir fahren zum Morgen nach Fuji-Q, aber hier gibt es auch einfach mal Achterbahn und Riesenrad. Und irgendwie wird immer gesagt, Yokohama ist so ein bisschen das coolere Tokio oder so. Es ist hier auf jeden Fall leerer als in Tokio. Es ist auf jeden Fall ganz nett anzusehen. Ist halt so Hafenstadt, wie man vielleicht sieht. Aber so cool finde ich es jetzt auch nicht. Es gibt hier ein Cup-Nudel-Museum und irgendwie ein Ra-Museum. Aber das wollen wir uns jetzt auch nicht unbedingt geben. Und dann gibt es hier aber auch noch den Landmark Tower. Das ist irgendwie das zweithöchste Gebäude in Japan oder sowas. Da gibt es auch wieder eine Aussichtsplattform, würde 1000 Yen kosten. Ja, ne, ich war gestern auf dem Skytree. Ich glaube, muss dann auch nicht sein. Und wir schauen jetzt einfach mal noch, wo es noch so hingeht. Ich schau alle Deckung, was ist das? Bist du vielleicht bescheuert? Das ist ein Ja. Das war mehr oder weniger Yokohama, so ein bisschen hier so Meeresgegend, ein bisschen Hafenstadtmäßig. Aber wir fahren jetzt wahrscheinlich erstmal wieder in die Stadt rein, also nach Tokio rein. Und zwar wird es wohl nach Shibuya gehen. Wir sind jetzt in dem Sushi-Restaurant Sanmai. Und zwar ist das in der Nähe der Shibuya Station. Und hier wird gefühlt nur Japanisch gesprochen, also was das Personal angeht. Deswegen sind hier auch nicht so viele Touristen und man muss so über so einen hübschen Zettel bestellen, wo auch alles nur in Japanisch draufsteht. Aber mit Google Translate kann man sogar alle Probleme lösen. Und genau, und dann kriegt man hier halt so ein nice Sushi. Und wir essen jetzt. Nach dem geilen Sushi, das wir eben hatten, sind wir jetzt noch mal kurz an der Shibuya Crossing. Da sieht man sie im Hintergrund ein bisschen. Und damit beende ich den Vlog jetzt. Und ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.